Eine unangenehme Erfahrung dürften jene Kriminellen machen, die im Zuge eines Einbruchsdiebstahls mit einer Sicherheitsnebelanlage der Firma ESL unerwartet Bekanntschaft schließen. Denn diese sinnvolle Ergänzung zu Einbruchsmeldeanlagen vernebelt im Falle eines Alarms innerhalb von ca. 20 Sekunden das gesicherte Objekt und vereitelt so alle schweren Diebstahlsaktivitäten. Der Einbrecher ist nicht mehr in der Lage, sich zu orientieren und seinen kriminellen Vorsatz weiter in die Tat umzusetzen. Dabei ist der Nebel gesundheitlich völlig unbedenklich und schadet auch nicht den damit diebstahlsgeschützten Gegenständen. Wir haben vom Prinzip sind in, über den Flur reingegangen in den Schulungsraum, also Sicht 0, Sicherung durch unsere Feuerwehrleine, dass wir auch wieder rausfinden. Ja, Räume abgeprüft, wir haben vom Prinzip einen Schulungsraum abgeprüft, ein Großraumbüro, ein weiteres Großraumbüro. Ja, von mir für, von der Zeit, denke ich mal 15 Minuten. Priorität war gewesen, vermisste Person. Haben sie auch nach, denke mal 8-9 Minuten, haben wir sie gefunden gehabt. Aber wie gesagt, Sicht 0. Wir sind ja nun geschult und können mit der Sicht null umgehen. Und, aber sagen wir mal, für normalen Bürger, also der findet da definitiv nicht mehr raus oder rein. Ja, wie sehr geht das Adrenalin nach oben, obwohl man mitbekommen hat, bei Zeiten war ja eine Einsatzübung? Also, wenn man das in Prozent ausdrücken kann, würde ich sagen 100%. Weil sonst wäre man kein Feuerwehrmann, weil das braucht man, um die Gefahr auch dementsprechend einschätzen zu können. Wir haben hier heute eine besondere Lage gehabt. Ganz kurz mal zum Technischen her. Die Firma ESL hat hier eine Alarmanlage, die entsprechend mit einer Verrauchungsanlage gekoppelt ist. Ja, unsere ersten Kameraden hatten ja krampfhaft unser Nebelgerät gesucht und nicht gefunden. Das heißt also, wenn hier ein Einbrecher oder wie gesagt von außen jemand hier eindringt ins Gebäude, geht ein akustischer und optischer Alarm bzw. diese Verrauchung los. Innerhalb von, der Betreiber ist momentan nicht da, aber ich glaube so 30 bis 90 Sekunden ist dieser komplette Raum, den wir da hatten, vernebelt und ich denke mal, der erste Angriffstrupp kann bestätigen, Lage auf Sicht gleich null. Ja, also hier unbedingt arbeiten mit Wärmebildkamera, Eigensicherung über Schlauch und Leine. Wir hatten also eine besondere Situation, dass hier also hier eine Alarmanlage von der Firma ESL installiert ist, eine Verrauchungsanlage, und das ist eine gute Kombination für uns, für die Kameraden, hier nochmal wirklich einen Brandeinsatz mit optimalen Bedingungen zu üben.
Ja, es war hier, wie gesagt, eine Lage so, dass eine Sicht oben gleich null war. Und sie mussten also hier mit einer Wärmebildkamera arbeiten, verletzte Personen suchen, entsprechend den Brandherd suchen und deshalb eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die Kameraden wissen ja darüber nicht Bescheid, dass wir eine Einsatzübung fahren. Die kriegen normal über Meldeempfänger ihren Einsatz. Die Gruppenführer haben auf dem Display zu stehen, welches Stichwort ist. Also wir haben hier einen Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung. Eine Person wurde hier vermisst. Und daraufhin fahren sie zur Wache und da ist natürlich der Adrenalinspiegel schon hoch. Und erst hier bei Eintreffen am Einsatzort wurde natürlich dann eingewiesen, dass es sich um eine Einsatzübung handelt, aber nicht demzutrotz wurde natürlich voll in einer Geschwindigkeit gearbeitet und auch nach taktischen Gesichtspunkten vorgegangen. Man kann andere Sachen besser machen, sicherlich. Und da müssen wir nochmal dran arbeiten und da werden wir entsprechend auch nochmal unser Material nochmal auswerten. Der erste Einsatz, der erste Probelauf, eigentlich gar nicht so verkehrt. Für die Feuerwehr eine große, aufregende Geschichte. Für uns selbstverständlich auch. Wir müssen ja auch das mal dem Kunden vorführen können, dass er sieht, dass das wirklich effektiv ist, die gesamte Anlage. Und dass es kein rausgeschmissenes Geld ist, sondern dass die Investition gut getätigt ist, sodass auch der Einbruch als solches abgesichert ist, dass da nichts geklaut werden kann. Ich bin sehr zufrieden, dass die Feuerwehr hier nichts, keinen Schaden angerichtet hat. Also sehr umsichtig, sehr vorsichtig vorgegangen. Aber war auch, zeigt auch, dass das durch die Verdämmungsanlage echt nötig war, mal so einen Einsatz hier zu proben, direkt vor Ort. Also die Feuerwehr war selber überrascht, dass sie null Chance hatten, überhaupt was zu sehen hier. Trotz ihrer Spezialausrüstung.